Tja, heute Abend üben wir mit der Band. Normalerweise machen wir das hier drin, aber da steht alles voller Gerümpel. Deshalb machen wir es hier draußen auf der Straße. Wahrscheinlich kriegen wir Ärger mit den Nachbarn, aber was soll's. Die Jungs hier, die kenne ich schon seit vielen Jahren. Die sind sowas wie eine zweite Familie für mich. Und wir haben uns zusammengetan, da waren wir 11. Das war total schräg. Ja, das waren noch Zeiten. Naja, egal, ich werde jetzt was zu essen machen, während die Jungs hier draußen aufbauen. Sag mal, Jungs, wie lange werdet ihr noch brauchen? Ich leg gleich los. Ungefähr eine halbe Stunde. Na spitze, dann schwinge ich mich mal an den Herd. Und, was gibt's Schönes? Da mach dir mal keinen Kopf. Super. Okay, was machen wir denn heute? Es ist ein ziemlich aufregender Tag. Wir üben heute mit der Band. Und Mr. Oliver war schon immer dafür verantwortlich, das Essen für die Band zu machen, auch wenn es schon manchmal nach Mitternacht war. Was mache ich jetzt? Ein wunderbares, kleines Pasta-Gericht. Also, aufgepasst. Ich mache heute was ganz Leckeres. Und zwar Cannelloni, das kennt jeder. Ja, Cannelloni. Und ich weiß nicht genau, aber Cannelloni sind bei den Hausfrauen hier in England ja eigentlich schon echter Klassiker. Nichts wirklich Spannendes. Ein bisschen Hackfleisch hier, ein bisschen Hackfleisch da. Nichts Außergewöhnliches. Die meisten in der Band sind Vegetarier. Außer mir. Ich mag Fleisch und Fisch natürlich. Also hatte ich immer die Aufgabe, für das Gemüse zu sorgen. Ich glaube, eine Menge Köche denken, es ist nervig für Vegetarier zu kochen. Aber um die Wahrheit zu sagen, wisst ihr, ich schätze, wir sind so geschult worden, dass alles organisiert sein muss. Und wenn dann einer ins Restaurant kommt und sagt, oh nein, das esse ich nicht, dann heißt es gleich, oh Gott. Und ich fand eigentlich immer, ganz besonders, weil meine Freunde Vegetarier sind und ich es liebe, für Leute zu kochen, das schön finde, sie glücklich zu sehen, wenn sie ihr Essen zu sich nehmen, dass jedes Essen wirklich lecker sein kann. Ich mag es, für Vegetarier zu kochen. Und das hier, das verspreche ich, sind die besten Cannelloni weit und breit. Also, ich nehme eine Zwiebel. Und die wird einfach geschält. Ich habe hier einen Topf auf dem Herd. Und ich fange damit an, dass ich sie ganz fein, möglichst fein schneide. In ganz kleine Stückchen. Noch einmal quer durch und dann einfach herunterschneiden. Geschwindigkeit zählt, denn das ist ein ganz schnelles Essen. Und das Schöne daran ist, dass wir kein Fleisch verwenden. Und deshalb haben wir auch keine langen Garzeiten. Es geht alles rasant schnell. Also, etwas Olivenöl in den Topf. Ein paar Esslöffel reichen. So. Rein damit. Vegetarische Küche. Okay, also. Wenn ihr keine Vegetarier seid, denkt bloß nicht gleich, oh nein, das sind nur Bohnen und trockene Hülsenfrüchte und sowas wie Nussbrot und so ein trockener Körnerkram. Denn so wie ich letztlich gearbeitet habe, war die Hälfte davon, wie soll ich sagen, sowieso vegetarisch. Denn ich mag die mediterrane Küche. Ich liebe Tapas, ich liebe Antipasti, wunderbar marinierte Artischocken und Mozzarella und sowas in der Art. Ich mag dieses Klischee über vegetarisches Essen nicht. Das ist gutes Essen. Ich mag das, ich stehe voll dahinter. Also langsam diese Zwiebel anbraten. Dann brauche ich noch etwa 3 oder 4 Knoblauchzehen. Also, ich schätze, was die praktische Seite des Kochens angeht, ich finde, wenn man Fisch und Fleisch verwendet, dann nimmt man eine Menge Proteine zu sich, die der Sache Geschmack und eine gewisse Konsistenz geben. Und wenn man Wasser hineintut, bekommt man eine wunderbare Brühe und sowas. Ich finde, man sollte erfinderisch an alles rangehen. Man sollte die Sache von einer anderen Warte aus betrachten. Es gibt nämlich auch schöne Bohnen, unglaublich schöne Kräuter, ja, auch so markante Kräuter wie Rosmarin oder Thymian oder Salbei. Wir sollten uns auch überlegen, getrocknete Pilze zu verwenden. Pilze sind wirklich, wirklich wichtig. Ich sag euch, um unsere Geschmacksnerven wieder in Schwung zu bringen, diese Zehen hier werde ich ganz fein schneiden. Und ran an die Gewehre. Zack, zack. Schön klein zerschneiden. Ich muss ehrlich zugeben, wisst ihr, die Tage mit der Band haben in meinem Leben ganz sicher die meiste Zeit meiner Jugend in Anspruch genommen. Und Lee und ich haben uns im frühesten Kindesalter kennengelernt. Da waren wir 4. Und in der Grundschule, da hatten wir eine tolle Zeit. Und ich finde, das Gute an der Musik ist, dass es niemals langweilig wird. Das ist so ähnlich wie beim Kochen. Ich habe hier übrigens etwas Majoran. Majoran ist aus der gleichen Familie wie Oregano. Und das hier ist süßer Majoran. Wenn ihr daran riecht, er ist wirklich süß. Und außerdem ist der sehr saftig, nicht so ein holziges Zeug. Ich bin überzeugt, die werden sich wundern, was das für ein Geschmack ist. Denn ich weiß, und zwar hundertprozentig, dass der alte Lee und die Band vorher noch nie Majoran gegessen haben. Ich würde mich wundern, wenn es so wäre.
Ihr seht, ich ziehe die hier einfach vom Stängel und dann werden die Blätter einfach fein geschnitten. Jamie! Frau Brenz. Was ist los? Was gibt's? Wo hast denn du hier Saft, Mann? Die Steckdose ist gleich unten rechts. Dank dir, Mann. Das müssten die eigentlich inzwischen wissen. Die sind mindestens schon 10 Mal hier gewesen. Also, schön fein hacken. Man könnte es auch mit Stößel und Mörser bearbeiten. Wenn man den Majoran nur fein hackt, gibt es nachher weniger abzuwaschen. Und ich habe es immer ein wenig eilig. Also, der Majoran kommt gleich da rein. Das geht im Handumdrehen. Dann habe ich hier eine Muskatnuss. Muskat ist ein ziemlich altmodisches Gewürz. Ich werde ungefähr eine halbe Nuss verwenden. Das ist eigentlich eine ganze Menge, aber nachher füge ich noch Spinat hinzu. Und Spinat ist sozusagen der beste Freund, der absolute Lebensgefährte von Muskatnuss und von Majoran. So, jetzt brauche ich etwas Butter. Die Butter wird das Ganze ein wenig auflockern. Dadurch wird die ganze Geschichte etwas reichhaltiger und cremiger. Die schneide ich jetzt in kleine Scheiben. Und dann rein damit in meinen Topf. Denn jetzt fängt die Sache an, interessant zu werden. Das Ganze fängt jetzt an zu brutzeln. Seht euch das an. Vor ungefähr vier Jahren, als ich nach London gezogen bin, da habe ich in Restaurants gearbeitet, hatte aber trotzdem immer irgendwelche Gigs. Wir haben nie aufgehört zu spielen. Wir hatten alle paar Wochenenden einen Gig und haben ungefähr 2 Mal in der Woche geübt. Und wenn wir geprobt haben, dann ging es immer relativ spät los, von ungefähr 12 oder halb 1 Uhr nachts bis etwa 4 Uhr morgens, denn tagsüber musste ich ja wieder kochen. Und weil Jules gegen 11 ins Bett geht und ich nicht wollte, dass bei uns der Haussegen schief hängt, bin ich dann nachts mit meinem Roller immer durch East London gedüst. Und um diese Uhrzeit war kaum mehr was los und dann haben wir uns immer in einer miefigen alten Garage getroffen, die furchtbar war. Und andererseits war das aber irgendwie klasse und ich sah dadurch nie besonders gut aus, ich bin mal ganz schön gerädert. Guckt mal in diesen Topf. So, rein damit. Also Spinat. Das hier ist Babyspinat. Man kann aber genauso gut normalen Spinat nehmen. Der ist übrigens schon gewaschen, ja? Also der war schon gewaschen. Der kommt in solchen Paketen. Das macht die Sache natürlich einfacher, versteht ihr? Und Spinat ist super. Man tut ihn in einen Topf und innerhalb von 30, 40 Sekunden ist er schon zusammengefallen. Man muss ihn nicht wie meine Oma kochen, 15 Minuten oder so, bis er total grau ist. Man kocht ihn ohne Flüssigkeit. Also kein Wasser. Denn wenn man ihn im Wasser kocht, wird das Wasser grün und der Spinat wird grau. Wenn man ihn im Topf gart, ist der wunderbar. Also der Spinat ist echt gut. Ihr wisst ja die Geschichte mit dem Eisen. Also, das Gute bleibt im Topf und jetzt brauche ich noch die Pasta. Die habe ich gekauft. Man kann natürlich auch seine eigene Pasta machen, aber die habe ich einfach gekauft. Die bekommt man im Supermarkt im Paket. Man kriegt sie auch in italienischen Feinkostläden oder so. Und das nimmt einem schon eine Menge Arbeit ab. Es macht die Sache einfach leichter, aber wenn ich selber Pasta machen würde, dann mache ich das bei anderen Sorten, aber nicht bei Lasagne. So, jetzt will ich die ganze Geschichte erstmal würzen. Aber vorher probieren. Vorher immer probieren, klar? Einmal rein. Ah, Junge, ist das heiß. Wir schreiten hier so. Ja, Fahrt. Man muss eine ordentliche Prise Salz rein. Und auf jeden Fall Pfeffer. Und schon haben wir eine Menge Geschmack reingebracht. Vielleicht nochmal probieren? Wie sich das Blatt wendet. Wunderbar. Ich mach Folgendes. Ich werde das hier auf unsere Lasagneblätter verteilen. Und dazu braucht man nur ein kleines Häufchen. Ein kleines Häufchen. Und das kommt darauf. Dann wird die Sache noch zusammengerollt. Und fertige Cannelloni sind meistens völlig vertrocknet und die sind nicht jedermanns Sache, doch die hier sind nämlich viel witziger. Wir verwenden nämlich nur frische Zutaten. Und die schmecken ehrlich gesagt viel besser. Und früher habe ich selbst nach der Arbeit, kurz bevor ich zu den Bandproben gegangen bin, da habe ich immer noch Nia und Louise angerufen, um zu wissen, was heute Abend so läuft. Na Kinder, wie sieht's aus heute Abend? Läuft's? Ja, heute Abend geht richtig die Post ab, Alter. Und ich sagte, habt ihr Hunger? Ja, wir haben immer Hunger, na klar. Und ich habe gefragt, was stellt ihr euch heute Abend so vor? Das ist total egal. Also habe ich nach der Arbeit sozusagen für die Belegschaft Essen gekocht und dann solche Doggy-Bags aus Alufolie gemacht. Und die habe ich alle mitgenommen, ehrlich gesagt. Das war total zum Schießen. Sobald ich in den Probenraum kam, da saßen alle schon bereit und die haben alle nicht so lange gearbeitet wie ich. Und die haben dann ihre Alufolien geöffnet, wie bei einem großen Picknick. Und dann haben sie tierisch reingehauen. Und wir haben dann so gegen 1 Uhr nachts gegessen. Das ist zwar nicht gut für das Verdauungssystem, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Man nimmt also diese Mischung und breitet sie ein bisschen aus, damit sie schön dünn ist. Und wenn man sie nachher aufrollt, dann ist das so eine Art Rouladeneffekt. Sowas kennt man auch von Kalbsrouladen oder so. So,
Jetzt kommen wir zum Käse und das ist ein ganz besonderer Käse. Ich wette, den haben die Jungs vorher noch nie gegessen. Er nennt sich Ricotta. Das ist ein klassischer italienischer Käse und der ist wirklich, also da gibt es ganz verschiedene Sorten. Man bekommt eine Art Büffelricotta, der ist schön weich und fast so wie Mascarpone, innen sehr weich und cremig. Aber dieser hier ist krümelig und für uns ist das gut, denn er sorgt für eine gewisse Leichtigkeit. Außerdem setzt er Kontraste. Er ist milchig und rein und da er so schön milchig und rein ist, ist es der absolute Kontrast zu der reichhaltigen Spinat-Majoran-Füllung. Also, einfach oben drüber krümeln. Ein bisschen Salz. Etwas Pfeffer. Wunderbar. Und jetzt kommt natürlich der Parmesan dran. Der wird die Sache perfekt machen. Denn Parmesan hat wirklich die tolle Fähigkeit, alles sozusagen abzurunden. Und nach dem Motto werde ich verfahren. Ich runde die Geschichte ab, indem ich eine schöne Menge rüberrasple. Los, Jamie, gib Gas. Das ist ein schnelles Essen und es schmeckt fantastisch. Die Jungs werden denken, ich will sie hier total verwöhnen. Geschafft. Bevor ich die Scheiben jetzt aufrolle, werde ich sie in eine Soße setzen, damit sie nicht zu zäh werden. Ich möchte nämlich, dass sie schön weich werden und obendrauf ganz knusprig. Ich könnte also eine cremige Soße machen, ich könnte eine Art Bechamelsoße machen, aber ich kann auch eine Tomatensoße machen. Und wie alle Welt jetzt denken könnte, macht der Typ jetzt nichts anderes als eine gekochte Soße, die ziemlich schwer und langweilig ist. Aber nein, ihr habt euch getäuscht. Ich habe hier schöne Strauchtomaten und die werde ich garantiert nicht kochen. Ich werde sie einfach in meiner Küchenmaschine zerkleinern. Natürlich kommen die Stiele vorher weg. Und das Ganze mische ich mit, jawohl, mit etwas Basilikum. Hier, davon rupfe ich einfach die Blätter ab. Und wenn ich das jetzt zerkleinere, dann wird das eine sehr geschmackvolle, eine sehr lebendige, delikate Soße. Und abgesehen davon geht sie richtig schnell und man hat nicht viel abzuwaschen. Wunderbar. Einmal vorher kosten. Die muss jetzt noch gewürzt werden. Und da nehme ich wieder Salz und Pfeffer. Die schmeckt gleich ganz anders. Mmh, wunderbar. So. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Teller. Nein, das ist eigentlich meine Auflaufschale. Die ist prima dafür. Und ruhig noch etwas nachsalzen. So. Das dürfte lang. Und die Soße gieße ich jetzt einfach in diese Auflaufform. Die ist natürlich nicht gekocht, aber das Ganze wird im Ofen natürlich noch garen. Aber das überschüssige Wasser da drin, das normalerweise im Topf verkocht, das wird jetzt die Pasta kochen und dadurch wird sie schön saftig. So, jetzt geht's hier weiter. Ich rolle die jetzt auf. Wie die oft zitierte Roulade. Und die nächste. Das sieht aus wie eine Zitronenbiskuitrolle in der Konditorei. Das sieht doch wunderbar aus, findet ihr nicht? So, Nummer drei. Also, als nächstes kommen die kleinen Pastateilchen hier rein. Eine neben die andere. Man kann, wenn man will, auch ein bisschen Platz dazwischen lassen. Man muss keine bestimmte Anordnung verfolgen. So, rein damit. Schön reindrücken. Je mehr, desto besser. Und all die wunderbaren kleinen Krümelchen, die da rausfallen, bloß nicht wegwerfen, denn das ist das Beste daran. Die streuen wir nämlich oben drüber. So, das könnte eigentlich gleich in den Ofen rein, aber jetzt brauchen wir noch schön schmelzenden Käse, ja? Und da gibt es eigentlich nur einen, den Mozzarella. Und wir holen den Burschen raus. Den bekommt man auch schon in jedem Supermarkt. Und das hier ist Büffelmozzarella. Der ist sehr cremig. Und gerade bei Gemüse kommt der Geschmack erst so richtig raus. Ich wette, so einen Mozzarella haben die noch nie gegessen. Das ist nicht so ein zäher, gummiartiger Kram. So. Alles drüber verteilen. Und jetzt brauchen wir noch was, um die Sache zu beenden. Und wie sollte es anders sein? Eine schöne, dicke Schicht Parmesan. Und ich schwöre euch, das Gericht ist ein Hammer. Es gibt keinen, dem das nicht schmeckt. Und wenn man Fleisch reintun möchte, dann brät man das vorher an, fügt dann den Spinat, die Zwiebeln und alles andere hinzu. Und was man auch noch reintun kann, das sind getrocknete Steinpilze. Die bringen auch eine Menge Geschmack. So, worum es jetzt eigentlich geht, ist, ich muss die Pasta, die frisch ist, einfach nur garen. Und im gewissen Sinne tun wir nichts anderes, als sie zu überbacken. Sie wird ganz knusprig obendrauf und unten drunter wird sie schön blubbern. Wenn ich das Ganze jetzt ungefähr für eine halbe Stunde bei etwa 220 Grad in den Ofen stelle, dann wird das alles wunderbar. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar will ich ein kleines Pilzgericht machen. Eigentlich sind es gegrillte Pilze mit etwas Petersilie und Zitrone. Das ist der absolute Wahnsinn. So Leute, was wir brauchen, sind ungefähr 8 große Riesenchampignons. Die sind super billig und man kriegt sie überall. Entfernt das Ende, schneidet eine dünne Scheibe ab, um sie sozusagen noch etwas flacher zu machen.
legt sie auf eine vorgeheizte heiße Grillpfanne und zwar mit der Oberseite nach oben, damit sie schön losbrutzeln können. Was ich jetzt machen werde, und das ist ein echt cooler Dreh, ich hole mir ein kleines Bund frischen Thymian, binde ihn zusammen, tue etwas Salz in den Mörser und bearbeite es jetzt mit dem Stößel. Es passiert was ganz Simples. Die Stiele bleiben übrig und die wunderbaren zarten Blätter fallen alle ab. Jetzt hat man zwei Dinge erreicht. Man hat einen kleinen Besen, der als Pinsel dient, um die Pilze damit einzustreichen. Und man hat die schönen Gewürze in den Mörser. Man fügt etwa 5 Esslöffel Olivenöl extra Vergini hinzu. Dann ein paar Esslöffel Essig und wieder Salz und Pfeffer. Mischt das Ganze ordentlich und taucht den Pinsel in diese wunderbare Marinade. Wendet die Pilze, die dann eingepinselt werden, einfach einpinseln. Die Marinade zieht ein und dieser wunderbare Geschmack reichert den Pilz an. Wieder wenden und wieder einpinseln. Das Ganze macht man 3 oder 4 Mal, gerade so wie es nötig ist. Während die Pilze jetzt weiterbraten, schneidet man die Petersilie ganz fein, nimmt ein bisschen frischen Chili und wenn die Pilze fertig und gar sind, dann kommen sie auf eine Platte und werden mit Petersilie und Chili bestreut. Dann kommt noch der absolute Kick. Ein bisschen Zitronenschale wird drüber geraspelt und dann wird gepresster Zitronensaft drüber gegeben. Das ist total irre. Und zum Abschluss gibt es noch einmal ein bisschen Olivenöl extra Vergini und wir haben eine super Würzmischung. Kurz prüfen, oh, wunderbar. So, jetzt kommen wir zum großen Thema Dessert. Ich muss gestehen, ich bin nicht unbedingt der Wahnsinns-Dessert-Typ. Aber ich habe hier ein paar Erdbeeren und ich habe hier ein paar Rosmarinzweige. Ich habe die Nadeln abgerupft, ich habe sie angespitzt und durch die Erdbeeren gebohrt. Ja, das gibt ihnen Aroma, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber Rosmarin und Erdbeeren, das ist wirklich ein Knaller. So, jetzt werde ich Karamell machen. Als erstes habe ich hier einen Topf. Dann brauche ich noch Zucker und ungefähr 8 Esslöffel Wasser. Also nochmal 8 Esslöffel Wasser. Und die werde ich jetzt zum Kochen bringen. Mit ungefähr, keine Ahnung, ich würde sagen, das ist eine Tasse Zucker oder so. Ja, es kann auch vielleicht ein bisschen mehr sein. Tja, und so entsteht unser Karamell. Indem man den Zucker in das Wasser gibt. Alles schön ein bisschen schütteln. Und wenn es anfängt heiß zu werden, dann sollte man es eigentlich gar nicht mehr allzu oft anrühren. Es wird ganz klar, dann blubbert es. Dann wird es langsam dunkler und dunkler und dunkler und dunkler. Und wenn es dann goldbraun ist, werden wir das Ganze über die Erdbeeren gießen. Und die bekommen dann eine knusprige, knackige Umhüllung, ja? Und dazu serviere ich eine Mascarpone-Creme, die wirklich, wirklich sehr lecker ist. Und bei dieser Mascarpone-Creme habe ich mir ein paar besondere Sachen ausgedacht. Passt auf. Was ich zuerst machen möchte, ist, ich möchte sie süßen. Ich könnte euch natürlich eine bestimmte Menge nennen, aber die ist jedes Mal abhängig von der Mascarpone, die ich verwende. Also einfach hinzufügen. Dann ordentlich aufschlagen und wenn man sie aufschlägt, dann wird sie plötzlich ganz glänzend, wenn man den Zucker hinzufügt. Seht ihr? Das ist der Glanz, den ich meine. Also, jetzt haben wir einen Riesensprung gemacht. Das Ding hier war vorher Käse oder Käsecreme. Und die wird jetzt in ein Dessert verwandelt mit einem soßenartigen Geschmack. Und man könnte auch Vanille hinzufügen. Das wäre wunderbar, aber ich mache Folgendes. Ich gebe hier etwas Limoncello. Das ist ein... wie soll ich es ausdrücken? Das ist ein ganz berühmter italienischer Likör. Ich glaube, das ist ein Likör, den man Limoncello nennt. Und man serviert ihn kalt, eiskalt. Und er ist wie eine Art Sirup und wird aus Zitronen gemacht. Er schmeckt total nach Zitrone. Und davon füge ich ungefähr ein Weinglas hinzu. Hier, seht ihr, er ist ein bisschen gefroren. Er ist ziemlich stark mit sehr viel Alkohol. Aber wenn das mit dem Zucker zusammenkommt, dann bekommt die Mascarpone-Creme einen raffinierten Geschmack. Aber ich muss zugeben, das ist kein absolut durchdringender Geschmack. Ach ja, was macht denn unser Zucker? Ihr seht schon, wie das alles hier Blasen schlägt. Und je heißer es wird, desto kleiner werden die Blasen, bis sie ganz klein sind und der Zucker schließlich braun wird. Und wenn man diesen Limoncello hinzufügt, dann wird die Creme immer glänzender und glänzender und sieht total klasse aus. Also, die Zitrone und die Creme, das alles zusammen, das ist wirklich eine kleine geile Kombo. Jetzt kommen wir nochmal zu meinem Trick. Mal abgesehen vom Limoncello sind die Rosmarinblätter, die ich ganz fein schneide. Das ist übrigens ganz frischer Rosmarin. Und wenn man ihn ganz, ganz fein schneidet, dann spürt man ihn kaum noch und man kann ihn essen. Hier, seht mal, wie das karamellisiert. Hochinteressant, was? Und das Ganze schüttle ich jetzt ein bisschen. Nochmal eine Runde schütteln. Seht ihr? Die Blasen werden schon kleiner. Also, weiter mit dem Rosmarin. Schön fein schneiden. Komm, gib Gas, Jamie. Tja, wir sind fertig. Das Dessert wird natürlich später serviert. Ein schöner Schlag Creme. Dann habe ich da noch die Erdbeeren, die ich fertig machen muss. Ich füge jetzt ein bisschen Zitronenschale hinzu. Nur ein klein wenig Zitronenschale, um den Geschmack noch etwas herauszukitzeln. So, das wär's. Seht ihr jetzt, wie schön braun er ist? Goldbraun, richtig schön goldbraun.
Wir lassen das noch 10 Sekunden auf dem Feuer. Und man berührt das niemals mit den Fingern, denn es ist wirklich heiß da drin. So, und hier haben wir unsere kleinen Fruchtkebabs, die auf einem Gitter liegen. Darunter ist ein Blech und es ist ganz wichtig, dass jetzt kein Kind in der Nähe ist, denn niemand darf davon probieren, bevor die ganze Geschichte fertig ist. So, jetzt gieße ich ganz vorsichtig das Karamell über die Erdbeeren. Ganz vorsichtig. Seht euch die Erdbeeren an. Seht ihr das? Seht ihr das? Einfach hinreißend. Das sind so eine Art kleine Toffee-Äpfel. Achtet darauf, dass alle gleichmäßig überzogen sind. Wenn nicht, spielt es auch keine Rolle. Passt bloß auf, dass ihr nichts von dem Karamell abbekommt. Dann wird der Abend ein Hit. Das Essen ist fertig. Seid ihr soweit? Wow, bravo! Hey. Gotta take some time to do the things I always set my heart on, 'cause I don't know where I'd be. I got lost there somewhere. There's so much I haven't seen. Would you take me there? Let it be. Won't you come into my world like a shooting star? Journey with me to the heart. Gonna reach that height and turn this world bright upside down. I'm gonna cross that sky on a silver cloud, but I can't tell which one, 'cause I don't know where I'd be. I got lost there somewhere. There's so much I haven't seen. You take me there. No matter who you are, won't you come into my world like a shooting star? Take this journey with me to the heart. Can't you see that this is just the start?